Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Abende hier in Train 7 World. Wir sind auf der Bremen-Oldenburg-Strecke unterwegs und wir sind heute für die Nordwestbahn im Auftrag. Und da müssen wir hier noch warten, bis wir in den Bahnhof reinfahren dürfen. Ja, warum ausgerechnet die Strecke? Ich habe mir mal einen neuen Mod besorgt, und zwar Bremen-Oldenburg Modern Timetable auf Basis 2024 in der Version 1.52. Mit über 1313 Services, davon können wir 409 spielen. Die Requirement-Liste ist relativ lang. Und er ist auch fleißig am Patches rausbringen, weil es gibt da doch so ein, zwei Bugs, die habe ich auch schon selber erlebt. Es gibt zum Beispiel so eine Rettungsmission mit der BR-218. Das wollte ich ursprünglich machen, aber das ist buggy. Also dachte ich mir mal, wir fahren mal mit dem da. Das ist auch so eine Aufgabe von der neuen Timetable. Wird vielleicht meinen Zug mal bereit machen. Und meinen Hauptschlüssel rein. Gerne nach vorne fahren. Das Signallicht der Spitzensignali. Und weil ich witzig bin, machen wir noch das Spaßsystem hier. Das ist die Zugart. Da ist die Sicherung. So. Ja, Beleuchtung ist an. 7.7. Was? 7.7.2.0. Okay. Ich glaube, das ist ein Modding-Fehler. Ah, gut, Details, ne? Er braucht schon das genaue Datum. schauen wir mal ganz kurz nach draußen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, also ich wäre bereit. Dann gibt es hier noch was Spannendes. Nö. Okay, Ziel erfüllt. Wir sind am Bahnsteig. Bitte machen wir. Gut. Ja, bin gespannt, was wir sowohl zugtechnisch hier so sehen. Mit dem neuen Fahrplan. 1313 Services. Das ist schon ein bisschen was. Es gibt auch einige Rangieraufgaben mit diversen Loks. Habe ich mir mal ganz kurz angesehen. Ich glaube, da mache ich vielleicht auch noch mal ein Video dazu. Aber die Rettungsmission wird mich halt reizen. Wenn sie denn dann geht. Eventuell, wenn dieses Video dann für euch rauskommt, ist es schon gefixt. Am besten in die Kommentare reinschauen beim Mod. Mod selber verlinke ich in der Videobeschreibung. Bei dem in Oldenburg. So. Fahren wir mal nicht schneller als 25. Ja, ein bisschen was wartet hier schon. Schauen wir uns dann gleich mal die Destinationen an. Mal sehen. Nö, 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 nö. Bitte, noch keine Zwangsbremse hier. Wieder nicht mal richtig losgefahren. Osnabrück, der stimmt schon mal. Südele. Das passt. Bin auf. Fahrgäste einsteigen lassen. Bis 8.19 sind wir mitten in der Rush-Hour. Oh, Metronom steht da hinten. Okay. Wir haben jetzt sowieso erstmal Zwangspause. Gucken wir mal, was wir hier so rumstehen haben. Da haben wir eine RS1 nach Bremen Hauptbahnhof. Da steht aber was anderes. RS1. Bremen Wergesack steht da drauf. Ein Jahr, wird schon passen. Da wäre auch nochmal RS1. Der Kollege, wo fährst denn du hin? Du hast keine Anschrift, doch hier. Hannover Hauptbahnhof. Das stimmt auch mit dem. RE8.
und Hamburg Hauptbahnhof, RE4 als Metronom. Wobei, nee, da steht was anderes. RW41 mit nicht einsteigen. Welche Uhrzeit denn? 8:33. Wann kommt der noch? Metronom könnte man nicht auch fahren. Ansonsten hier ganz viel nichts, aber hier haben wir gut was abgestellt. Ja, so sieht es doch gleich viel besser aus, wenn hier Zeugs rumsteht. Das ist auch eine interessante Kombi. Da haben wir die 218 da hinten im Sandwich drin. Oh, 155. Gleich dreimal. Und der Press. Güterwagen hier unten. Ja, da drin steht leider nichts. Heilbock. Wurde wieder gespart hier. Und da hinten, so wie es aussieht, auch erstmal nichts. Okay, wie sieht es denn aus mit der anderen Seite vom Bahnhof? Ist hier drin was? Nö. So, einmal andere Seite bitte. Irgendwie schön gewesen, wenn ich da durch könnte. Gut, Hamsterbacke. Wagen, wo die Lichter an sind. S-Bahn, S-Bahn. Nochmal Metronom. Und hier starten. Oh Gott, einen Güterzug rein. Hier hinten startet auch die Restkommission. Und zwar. Ich glaube, es sind die beiden Kollegen, mit denen man hier startet. Die Lok wird dann weggezogen, aber das funktioniert momentan nicht. Zumindest in meiner Version nicht. Alle klar. Gut, gehen wir mal wieder zu unserem Zug hier. Warte mal, in welche Richtung fahren wir eigentlich aus? Wir fahren schon nach vorne. Okay. Aber nicht, dass ich die ganze Zeit falsch gucke. Passt. Ich glaube, wir müssen eigentlich nichts mehr machen. Wir müssen eigentlich nur noch darauf warten, dass hier Signal grün wird und dass wir abfahren dürfen. Und dann mal schauen, wo unser nächster Halt ist. Hat sich jetzt die Anzeige eigentlich da aktualisiert? Nee, ne. Gut, Osnabrück. Komm, schalt nochmal um. Ja, sind wir doch gleich. Da ist er. Ist uns dann Gott sei Dank nicht im Weg drin. So, da jetzt sollst du gleich bereit sein für die Abfahrt. Sehr gut. Machen wir die Türen zu. Wunderbar. Und Abfahrt. Erstmal schön langsam. Nur mal zur Sicherheit. Okay. Gut. Eventuell, aber nur so eventuell, machen wir es heute ohne Zwangsbremsung. So, das passt. So, an dem Ort anhalten. Bremen Neustadt Bahnsteig 4 und 23. 1,7 Kilometer da hinten. Kriegen wir hin. Okay, immerhin ein bisschen schneller hier.
67. Ich denke mal, sobald wir jetzt im Hauptbereich draußen sind, können wir wieder Gas geben. Südere, bist du Kollege 60? Ja, Kollege 60. Just in case. Nichts los auf der Autobahn heute. Noch ein bisschen mehr Schmackes drauf sein. Ich glaube, das Schiff ist mir noch nie aufgefallen, dass es da rumsteht. Okay. Nice, nice. Wunderbar, und wir sind pünktlich da. Taurus. Moin. Aber da kann ich wesentlich später bremsen mit dem Teil. Na komm, tu mal langsam hinrollen. Jo, das war jetzt nicht perfekt. Zedre, mal Türen auf. Mal einsteigen, bitte. Schafft ihr das, das auch einzusteigen? Ja, nicht ganz so ideal, würde ich jetzt mal sagen. Aber sie schaffen es. Ah, wie sieht's aus? Was mit? Ja, nein, vielleicht? Nö. Ist irgendwie gar keiner mehr, oder doch? Na, doch einsteigen. Komm, ich warte extra noch auf dich. Na, dann halt nicht. Okay. Wer nicht will, der hat schon. Sehr gut. Weg hier. Delmenhorst, Bahnsteig 1. 11 Kilometer. Bring mal hin. Ich glaube, der könnte auf uns warten, der Autozug hier. Ah, oh, ist die Frage, welcher ist das? Ist es der mit der Press oder der mit der Taurus? Den habe ich gerade vorher noch mal auch ausprobiert. Und dann zu schauen, ob sie gut funktionieren. Mit der Press habe ich momentan das Problem, dass irgendwie der Sound weg ist beim Fahren. Also überhaupt gar kein Log dran. Okay. Dann ist er nur Deko. Ist der Service original auch mit dem Dieseltriebwagen unterwegs? Von der Nordwestbahn?
Also wenn es jemand weiß, gerne reinschreiben, aber ich gehe mal davon aus, wenn das da der echte Fahrplan sein soll. 2024. Hattest du nicht mal eine Funktion zum Geschwindigkeit halten? Wartezeit, Vorheitsstufe, Zug und Uhrzeit und Bild. Was kann man da machen? Nicht um Klima. Tunnelfahrt, nee, Vorbeleuchtung, okay. Nicht ein. Aber das war ja eh schon an. Sollte eigentlich darauf achten, was da vorne auf der Strecke passiert, anstatt da im Menü rumzuspielen. Was ist das da? Baueanzeige. Da passiert nichts. Grundbild. Na ja, gut. Sind wir gleich bei unserem VMAX. Ich dachte, da hätte es irgendwie mal so einen Knopf gegeben. Ich möchte jetzt aber auch im Fahrzeug täuschen. Naja. Bauen wir manuell. Ja, die nächsten Sachen abgestellt. So muss das sein. Da wirkt das Ganze mal ein bisschen belebt und nicht so leer. Ja, und ich wollte gerade sagen, man kommt uns da wieder was entgegen. Die nächste S-Bahn. Und so extrem viel Gegenverkehr werden wir vermutlich nicht haben. Was gerade, denke ich mal, die Strecke nicht hergibt. Das war eigentlich eh noch ganz interessant, dass ich den Mod installiert habe. Da ist die Strecke dann auf einmal verschwunden. Falls euch das auch passiert, müsst ihr die Strecke einmal aus dem DLC-Ordner löschen und dann die Strecke nochmal neu runterladen lassen. Kann es jetzt nicht sagen, ob es jetzt explizit an dem Mod gelegen hat oder ob ich einfach schon zu viel drin hatte und er konnte es dann nicht mehr einlesen, aber so konnte ich das dann fixen. War ein bisschen schräg. Aber ich konnte das Rollmaterial von Bremen-Oldenburg trotzdem auf anderen Strecken nutzen, obwohl er die Strecke an sich nicht angezeigt hat. Mega schräg. Aber I guess, das ist dann Train Sim World und seine Momente. So, 31 soll mal da sein. Mein Kollege. Mein Sehen. Nächste 155 und wieder ein Autozug hier. Hätte schon irgendwie Bock gehabt, mit der 155 ein bisschen was zu fahren, aber wenn der Sound nicht richtig ist, dann macht es irgendwie wenig Spaß zum Fahren. Also ich habe eigentlich nur die Traktionslüftung, wenn man die anmacht, und ansonsten gar nichts. Die huscht dann so vor sich hin. Ohne dass man hört, dass das Ding überhaupt an ist. Und neu installieren ist nicht. Und ich habe beide Varianten von der 155 probiert. Und ging nicht. Holy, der bremst runter, ey. Die Bremsen sind echt giftig. Sehr gut,
Einmal links rüber. Ja, nee, ich mach das mal ein bisschen später. Ich versuch's mal. Ah, wir haben Verspätung. Minimal. Wieso eigentlich hierhin? Das ist eine interessante Bahnsteigwahl. Wir wären angekommen in Delmen. Moment mal. Ne, Osnabrück bei mir. So. Einmal aufmachen. Wieso dieser Bahnsteig? Ich schau mal ganz kurz die Karte. Gibt es hier einen Anschluss oder so? Ach, Moment mal. Wer hat die Strecke nach Osnabrück jetzt da, das Eingleisige nach da hinten? Kurz nachschauen. Ich bin halt nicht ortskundig. Mal kurz gucken. Bist du eine ganz normale Strecke nach da hinten weg? Das sieht so aus. Das ist kein Industrieanschluss oder so, glaube ich. Ja, gut, da hinten hört halt die Szenerie dann auf. Ich vermute mal. Und nachdem auch die Oberleitung hier nicht da ist, ist auch der Grund, warum er mit Diesel fährt. Zumachen. Lass mich raten, es ist jetzt vorbei hier. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen kurz. Wisst ihr was, da lege ich noch ein bisschen was dahinter. Also, wir sehen uns gleich mit der nächsten Aufgabe. Sedre, da wäre ich wieder da. Wir sind auf einer neuen Strecke unterwegs, Salzburg-Rosenheim, im Steuerwagen. Denn da gibt es nämlich auch noch einen Mod, den ich euch zeigen möchte. Ja, ja. Alles gut. Nämlich haben wir hier einen kompletten Soundmod für diesen Steuerwagen, beziehungsweise ist der Mod jetzt in der Reloaded-Version draußen. Oh, ganz schön Spaß. Systeme hier einmal kurz anmachen. Und zwar nennt sich, ist ja gut, Dampflok da hinten, nennt sich der Mod Salzburg-Rosenheim Doppelstock Soundmod 1.2 für TSW4, die Reloaded Edition für TSW4. Ein Gemeinschaftsprojekt von Justus, Raphael und Manny. Sie sagen, alle Aufnahmen sind Originalaufnahmen des Doppelstockwagens, die von Justus zur Verfügung gestellt wurden. Ich bin für die Verwendung der Sounds verantwortlich und habe auch das Umschreiben der Soundskripte gemacht. Raphael hat meine Skripte optimiert und den Sound synchronisiert. Jetzt Version 1.2 Reloaded. Und da haben wir komplett neue Sounds für die Fahrerkabine, Rollsounds, Außensounds angepasst und es gab diverse Bugfixes. Darunter Weichengeräusche wurden draußen nicht abgespielt, ist jetzt behoben, neue Weichengeräusche installiert, neue äußere Kurvengeräusche installiert und optimiert, Kurvengeräusche innen überarbeitet und Türgeräusche überarbeitet. Und aus Version 1.1 sind folgende Sachen neu. Neue Bremsgeräusche, neue PCB-Sounds, neue Siefer-Sounds inklusive Sprachausgabe, neue zufällige Fehlermeldungen. Interessant, Fehlermeldung. Neue Geräusche für den Fahrtrichtungsumkehr, neue Geräusche für das Gas- und Bremshebel, neuer Druckknopf-Sound, neue Scheibenwischer-Sounds, jetzt auch von außen hörbar. Neue Klimaanlagengeräusche für innen und außen, Geräusche für die Zwischentüren, Geräusche für den Fahrerkabinentür, neue Bremstastensound. Neue Geräusche für den Rückwärtsgang. Neue Siefer-Pedalgeräusche. Okay. Und neue Geräusche für den Klappsitz. Klappsitz? Ach, den da. Okay. Interesting.
Ja, gut. Warum auch nicht? So, wir sollen die Tür zumachen. Tu mal das doch. Perfekt. Ja, Ausfahrt haben wir eh noch keine. Machen wir hier mal zu. Okay, also wie gesagt, alles komplett neu. Ihr müsst heute mal darauf achten und erst wenn ihr diesen Steuerwagen fahren wollt, dass ihr auch wirklich den von der Salzburg-Rosenheim-Strecke auswählt und nicht den von den anderen Strecken. Ansonsten habt ihr da die neuen Sounds nicht. Das wäre eigentlich wieder ganz geil, wenn das Sound-Update noch für alle Varianten gelten würde. Ja, ist ja gut. Irgendwann mal fahre ich dich in Transit World, wenn sie es wirklich mal umsetzen sollten. Mal schauen. Also, der Plan ist der folgende. Wir fahren jetzt hier bis Rosenheim. Ich werde erstmal nicht quatschen, damit ihr hier mal das volle Sounderlebnis hier drin habt. Und dann schreibt ihr mir in die Kommentare rein, was ihr von dem Sound hält und ob ihr euch den Mod dann auch holen werdet. Ich werde beide Mods, einerseits den für den Fahrplan und natürlich den Soundmod, in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch den selber runterladen und einfach installieren, wer einen PC hat. Für Konsolen schaut es ein bisschen doof aus. So, war jetzt leider. Ich wäre mal bereit. Oh ja, okay. Also, ich bin nochmal ruhig und ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß bei der Fahrt.
Vorsicht bei der Einfahrt.
Das war natürlich klar, dass ich hier in der Soundaufnahme eine Zwangsbremsung kriege. Hätte die Stelle bremsen müssen. Ach man, ich dachte, das wird eine fehlerfreie Fahrt. Okay. Ja, warten wir hier mal auf die Bremse und dann geht's weiter nach Rosenheim. Sind ja noch 3,5 Kilometer. Aber ich muss sagen, der Sound ist schon mega geil. Na komm. Gut, jetzt haben wir es gleich. Kommst du wieder? Wunderbar. Okay, ich hoffe, ich schaff's Zauber nach Rosenheim. Sifa. Thank you.
Störung. 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 Ja, damit haben wir angekommen. Mehr schlechter als recht. Oh, das gibt Punkteabzug. Habe ich schon mal besser hinkriegt. Aber ja, trotzdem. Es ging jetzt eigentlich nur um den Motto, um den Sound vorzustellen. Ja, ich glaube, wir sehen uns demnächst zum neuen Abenteuer. Hoffentlich dann mit besserer Vorperformance von mir. Ja, womit der Nase ich gerade ein bisschen nach. Aber hat Spaß gemacht. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.